Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir und freue mich natürlich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht es eigentlich soweit ganz gut. Ich habe mir gedacht, so auf die Schnelle Nadine, ab aufs Sofa und so wie du bist, drehst du jetzt hier dein Aufgebraucht-Video, denn der Oktober ist fast rum. Was haben wir denn heute? Heute ist Donnerstag, der, glaube ich, 27. Und ich habe Durst. Ich trinke in letzter Zeit viel zu wenig Wasser. Deshalb müssen die Speicher jetzt wieder aufgefüllt werden. Ja, ich habe meine Aufgebrauchtüte. So. Und ich greife jetzt einfach mal rein. Ein bisschen was ist es geworden. Was ich, glaube ich, schon mal vorab sagen kann, ist, ich habe sehr viel gebadet, bedingt durch meine Rippenprellung hier, die ich noch merke, die aber schon auch besser geworden ist, aber sie ist halt leider noch da und ja, ich hatte noch nie eine Rippenprellung und jeder, der sowas schon mal hatte, hat mir gesagt, Nadine, da kannst du noch 2, 3 Wochen Spaß mit haben. Ja, und baden tat halt immer gut. Ach, dann fange ich auch gleich mal damit an. Gestern habe ich nämlich gelehrt, diese schöne Palmolive aus der Naturals Reihe, verwöhnende Pflege mit 100% natürlichem Kokos. Hatte ich schon mal, aber war schon ein bisschen länger her. Ich hoffe, es geht vom Licht. Ich habe wirklich nichts aufgebaut, deshalb heißt das jetzt auch auf die Schnelle. Ach, hallo Puma. Puma besucht mich auch gerade mit seinem Leckerchen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es ist okay vom Licht. Ne? Also ist jetzt wirklich nur Tageslicht noch, das, was wir haben. Mittlerweile haben wir auch schon, glaube ich, 16:30 nachmittags und es wird dunkel langsam. Ja, das ist Palmolive, dieses Pflegebad. Finde ich klasse. Mein Mann hat auch mitgebadet. Der hat jetzt keine hohen Ansprüche. Der nimmt immer das, was da steht. Aber er meinte auch, er mag den Duft. Ich habe ihn gefragt. Das ist so ein warmer Kokosduft. Aber da ist noch was anderes mit drin. Also ich würde sagen, Kokos riecht man definitiv raus. Ich liebe Kokos. Und ja, pflegend, durchaus. Hat schön Schaum produziert in der Badewanne. Und ja, ich habe mich wohl gefühlt und würde es mir auch nachkaufen. 650 Milliliter ist auch eine ordentliche Packung, wie ich finde. Und ja, kaufe ich mir irgendwann bestimmt mal nach. Ach, okay, Tee. Den habe ich fast leer gemacht. Ich habe den umgefüllt in meine Teedose. Aber ich habe schon ordentlich von getrunken. Deshalb zeige ich euch die leere Verpackung. Die ist auch ganz schön. Da kann man hier oben, ne, hier kann man dann die Beutel entnehmen. Diese Packung ist leer. Das war DM Bio, ayurvedischer Tee, Zimt, Kardamom und Wacholder. Sehr, sehr aromatisch, leicht würzig natürlich auch durch Zimt und Kardamom. Also passt jetzt gut in die Herbst-Weihnachtszeit rein. Durch den Wacholder hat es auch eine fruchtige Note. Und ich habe entweder den pur getrunken, ohne zu süßen, oder ich habe braunen Kandis genommen oder Honig. Ja, schmeckte beides gut und kann ich euch empfehlen. Es gibt viele neue Sorten aus dieser DM Bio-Reihe und ich habe dann noch ein, zwei und ich finde die klasse. Also ist sogar vegan, steht hier. Genau. Deshalb zeige ich euch das gerne. Ja, unspektakulär, aber ja, habe ich aufgebraucht. 100 Tücher Dekorbox Innere Ruhe, genau, von Ebelin. Die kaufe ich immer wieder mal. Die gibt es ja in verschiedenen Designs. Diesmal hatte ich hier sowas mit einem Buddha und was ist das denn da? Ein Kuchen? Nee. Nee, ich glaube, das soll. Könnte auch ein Kuchen sein. Ja, so ist es nicht. Jetzt kriege ich doch glattweg wieder Hunger. Nee, ich glaube, das ist Seife. Ja, eine schöne Dekorbox. Diese Tücher sind allerdings nicht ganz so reiß. Mein Handy! So, da bin ich wieder zurück. Das war meine liebe Mutti. Und ja, hier waren wir stehen geblieben. Genau, diese schöne Dekorbox. Nichts zum Reinschnüten, finde ich, weil die sind jetzt nicht so reißfest, aber durchaus zum Abschminken bzw. Swatches entfernen sind die durchaus brauchbar. Genau, die zweite Box, die finde ich auch wunderschön. Die ist, glaube ich, hier mit so, was soll das sein, eine Briefmarke. Ja, so urlaubsmäßig aufgemacht, ne? Palmen und das könnte Venedig sein, da war ich auch schon mal. Ja, Venedig und so. Ja, das ist diese ovale Box, finde ich auch schön. Classic, die sind dreilagig, die sind, da kann man schon mal vorsichtig reintröten.
64 Stück, die sind auch gut. Aber ich glaube, die kosten etwas mehr wie jetzt diese hier in der eckigen Box. Aber ich kaufe mir beide immer wieder nach. Und je nachdem, was mich gerade anspricht vom Design her, dann habe ich aufgebraucht von Die Make-up Expert diese Augenentferner. Augenentferner. Nicht Augen. Nee, Augen entfernen wollen wir nicht. Auch wenn bald Halloween ist. Nein. Augen-Make-up-Entferner. Die nehme ich, die habe ich halt immer so zwischendurch mal genommen. Ich weiß nicht, ob es die jetzt noch gibt. Ich meine aber ja. Ich glaube, diese Tücher gibt es nicht mehr, ne? Genau, waterproof. 0% Parabene, Baumwollsamenöl. Ich muss sagen, das waren halt diese dünnen Pads, ne? Sehr dünn, aber die waren erstmal der Duft. Ach, die Dose ist leer, klar, ne? Aber das riecht so gut. Ich liebe diesen Duft. Und die haben wirklich einen guten Job gemacht. Die haben immer doch ziemlich zügig mein Augen-Make-up, Mascara, Lidschatten vom Auge genommen. Ich habe die sehr oft verwendet in letzter Zeit in der Badewanne. Wenn ich dann, es passiert schon mal, gerade abends kommst nach Hause, bist geschminkt, denkst, oh ja, jetzt schön baden, ne? Habe ich mich in die Wanne gelegt und dann habe ich mir diese Box hier genommen und habe dann während des Badens mein Make-up entfernt hiermit. Oder auch für die Reise. Also ist eine tolle Sache. Ich habe, glaube ich, jetzt noch ein, zwei Dosen. Würde ich mir nachkaufen. Ich bin mir jetzt nur nicht sicher, ob es das noch gibt. Genau, Nagellack-Entferner. Zwei Stück aufgebraucht. Den hier habe ich gerade eben erst aufgebraucht. Ihr seht, meine Nägel sind blank. Ja, ich habe noch nicht mal Nagelhärter drauf. Das muss ich ändern gleich noch. Essence Nail Art Remover Ultra. Acetonfrei. Acetonfrei? Tatsächlich. Ich dachte, der wäre mit Aceton. Ja, das ist, hier steht drauf Nail Art. Also das ist wirklich einer. Ich hatte nämlich jetzt Glitzernagellack drauf mit grobem Glitzer. Und ich dachte jetzt wirklich, der hätte Aceton mit drin. Acetate. Ne, hier steht Aceton-free. Also der macht auch dunkle Farben, Ratzeputze ganz schnell von eurem Nagel runter, Glitzer. Also ich bin echt begeistert. Ich nehme dann immer ein Wattepad von den Evelyn Wattepads, so ein großes, ordentlich was drauf und ja, macht einen guten Job. Kaufe ich mir immer nach, habe ich auch noch im Vorrat. Der war auch nicht schlecht von Rival de Loup Young. Acetonfrei, Aroma Nail Polish Remover, Fruity Paradise. Weiß nicht, ob es das noch so jetzt gibt. Ja, dieser fruchtige Duft. Hier steht drauf mit fruchtigem Duft und Arganöl. Man riecht es ein bisschen, aber klar. Nagellackentferner, dieses Alkohol, das ist im Vordergrund. Aber man riecht, upsala, man riecht es dennoch. Und die Flasche fand ich auch ganz schick. Und ja, hat auch einen guten Job gemacht. Aber hiermit habe ich immer nur normalen Nagellack mit entfernt. Wie gesagt, für gröbere Sachen ist dieser Essence Nail Art Remover besser. Aber den von Rival de Loup Young, der war günstig, würde ich mir auch nachkaufen. So, dann Thema Nägel, bleiben wir mal dabei. Von Essence habe ich mal wieder mein Good to Go. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Da. Da, genau. Da ist noch ein Mini-Rest drin. Bei diesen Schnelltrocknungstopcoats ist es manchmal so, dass die ja sehr schnell die Reste ein bisschen dicker werden und dann ziehen die Fäden und dann kann ich den nicht mehr gebrauchen. Aber der Good to Go ist neben dem Trend It Up Schnelltrocknungsnagellack der beste. Der macht nochmal so ein bisschen mehr so ein Gel-Finish, ne? Manchmal habe ich Kommentare gelesen von euch, da fragt ihr mich, hast du Gelnägel oder Nadine, warum sehen deine Nägel so schön aus, so gelmäßig? Ne, ich habe ja keine Gelnägel mehr. Das ist wirklich, ich mache mein Mikrozell auf die Nägel, dann kommt ein Farblack drauf, dann, Quatsch, falsch, nochmal. Mikrozell. Über den Mikrozell gebe ich mir schon den Good to Go. Dann trocknet der auch schneller durch. Dann gebe ich mir den Farblack meiner Wahl auf meine Nägel und dann nochmal den Good to Go. Dann habe ich quasi vier Schichten. Und der Good to Go ist etwas dicker von der Konsistenz und macht ein geligeres Finish wie der Trend von Trend It Up. Trend It Up, genau. Kaufe ich, habe ich mir schon nachgekauft. Ist natürlich teurer. Trend It Up ist um wesentlich günstiger, ne? Ja. So, den habe ich, das Haarshampoo habe ich gestern geleert von Redken aus der Color Extend Magnetics Shampoo Reihe.
Also aus dieser. Das ist ein spezielles Shampoo, was die Farbe im Haar länger halten soll. Quasi wie so Magnet. Was mir aufgefallen ist, das ist jetzt die erste Pulle Haarshampoo mit 300 Milliliter Inhalt, die ich jetzt leer gemacht habe. Conditioner habe ich ja schon mal leer gemacht aus der Reihe. Also ich habe eine Haarmaske, gibt es davon auch in so einem Töpfchen, die habe ich noch nicht. Aber ich habe mir das Doppelpack bei Amazon damals bestellt und habe es mir dann auch wieder nachbestellt. Also ich habe jetzt noch ein Shampoo und der zweite Conditioner, den habe ich schon, da ist weniger drin. Da sind nur 250 Milliliter drin. Aber dies hier ist ratzeputze leer. Erstmal ist der Duft klasse. Ja, ist so ein warmer, leicht fruchtiger Duft. Aber man braucht wirklich nur ganz, ganz wenig hiervon. Das ist fast wie ein Konzentrat, ne? Ist natürlich teurer wie jetzt ein Shampoo, was du im DM kaufen kannst, in der Drogerie. Aber ich habe das immer im Doppelpack gekauft. Wenn ich dran denke, verlinke ich euch mal die Seite bei Amazon, wo ich mir das immer bestelle. Ich habe gestern noch danach geschaut. Da war es aber nicht lieferbar, beziehungsweise Lieferzeit 2 bis 3 Wochen. Aber so lange würde ich auch darauf, also ich werde es mir irgendwann wieder nachbestellen. Ich habe im Moment noch andere Shampoos, aber dies hier kann ich euch empfehlen, weil es macht einen schönen Glanz. Wenn ihr den Conditioner dazu benutzt, das mache ich ja eigentlich immer, ich benutze das Shampoo und dann den dazugehörigen Conditioner, da gleitet die Haarbürste spielend leicht durchs Haar, es ist kein Ziepen mehr. Ihr könnt so schön, also bei mir ist es halt so, jeder hatte auch andere Haare. Ich habe mir heute die Haare gewaschen und ich wusste nichts mit meinen Haaren anzufangen. Da habe ich schon mal öfters und heute habe ich mir gedacht, jetzt reicht's. Da habe ich mir hier so ein Oma-Knödel oder wie sagt man dazu, Oma-Knödel. Hier so ein Dutt einfach, aber irgendwie, weiß ich auch nicht, und ordentlich Haarspray drauf, weil die standen alle so ab, obwohl ich so ein Zeug im Moment teste. Das habe ich mir auch neu gekauft von Udo Walz aus der neuen Reihe. Ich schweife gerade ab, ich weiß, aber egal. Ja, deshalb heute einfach die Haare mal streng zurück. Ja, aber das finde ich toll. Kaufe ich mir wieder nach, wenn ich dran denke. Also bestelle ich mir bei Amazon. Und die Farbe, genau, die Farbe bleibt wirklich länger im Haar. Also das ist mir aufgefallen, das sehe ich jetzt sehr gut, weil ich mittlerweile so 2, 3 graue Haare habe. Ja, ich war jetzt frisch beim Friseur vor 2 Tagen. Das sieht man natürlich jetzt nicht, die grauen Haare. Aber ich erkenne das. Dass wirklich, ich würde sagen, mindestens 1 bis 2 Wochen länger die Farbe im Haar bleibt, wenn ich das regelmäßig verwende. So, genug gebabbelt über Redken. Jetzt kommen wir mal hier zu Kneipp. 125 Jahre Naturwissen Wiesenkräuter. Das kam jetzt raus kurz so zur Oktoberfestzeit. Wunderschöne Aufmachung, das ist halt so ein Badezusatz. Ach, und der Duft ist wirklich kräuterig. Die Kamille rieche ich raus. Also hier ist ja die Kamille abgebildet. Wunderbar. Ich bin traurig, ich habe mir nur eins mitgenommen. Und ich war heute im DM. Gibt es nicht mehr. In meinem DM war es nicht mehr da. Schenkt Erholung, das sind Badekristalle. Und ich kann euch sagen, das ist ziemlich giftgrün, sind diese Kristalle. Sind auch sehr grob, haben sich aber sehr schnell aufgelöst im einlaufenden Badewasser. Ja, und geschäumt hat es vielleicht so, ich hatte so eine leichte Schaumdecke, kein Berg, so ein bisschen so eine leichte Schaumdecke, aber die hielt auch nicht lange an. Der Duft hier aus der Tüte ist phänomenal, die ersten 5 Minuten beim Baden war der Duft auch noch gut, aber dann hat es schnell nachgelassen, das war schade. Trotzdem, also wenn ich das noch irgendwo sehen würde, würde ich mir nochmal 4 Beutel kaufen und dann jeweils, das mache ich ja manchmal bei Badezusätzen, die nicht so intensiv duften, da packe ich mir 2 rein. Aber war eine schöne Sache, hat auch gepflegt und ich habe mich wirklich gut erholt gefühlt nach dem Baden. Ja, ganz unspektakulär, seht ihr fast in jedem Aufgebraucht-Video, Sanft zur Haut von Sacrotan. Wieder so eine Nachfüllpackung, sag ich mal. Und das war ein toller Duft, flüssige Handseife und zwar, wo steht das denn? Ach, kann man kaum lesen, zarte Veilchenblüte. Es war ein blumiger Duft, war schön. Soll ja auch Bakterien entfernen, jetzt gerade in der Erkältungszeit. Also ich benutze die oft. Ich habe ja einen, den alten habe ich in meiner Küche und den neuen, den habt ihr mal gesehen. Ich glaube, das war mein erster Rossmann, auf die schnelle Rossmann Hall im Stehen. Da habe ich mir ja einen neuen gekauft. Ja, so ein Spender. Ja, jetzt habe ich hier ein Produkt, das ist noch nicht aufgebraucht und ich weiß noch nicht genau, ob ich es noch weiter verwenden möchte.
Schade. Das ist von Google das Farbglanz Braun Balsamspülung. Genau. Und was steht hier? Neues Design. Das Design finde ich schön von Google. Haben sie schön gemacht hier. Kann man gut anfassen, auch unter der Dusche. Ja, das ist halt speziell für braunes oder braun koloriertes Haar. Ich habe von Natur aus so mittelbraunes Haar mit Kukui-Nussöl. Intensiviert die unvergleichlich tiefen Nuancen von braunem Haar und sorgt für seidige Geschmeidigkeit und extra leichte Kämmbarkeit. Leichte Kämmbarkeit, supi. Der Duft ist supi. Ich mag den Duft. Aber ihr seht vielleicht schon die Konsistenz hier. Ich traue mich gar nicht, das anzufassen. Es ist ein Balsam, der sich gut im Haar verteilen lässt. Danach kann man auch super durch die Haare bürsten. Pflegt die Haare, gibt schön Glanz. Ist so braun-orange. So, jetzt habe ich keinen Lappen hier. Jetzt muss ich... Nee, habe ich ja nicht. Mist. Das verfärbt. Also ich gebe mir davon eine haselnussgroße Menge auf meine Hände, verteile mir das in meinen Haaren und habe danach orangebraune Handinnenflächen. Und das geht auch nicht so schnell weg. Das verfärbt tatsächlich meine Haut. Und deshalb mag ich das nicht so. Ich habe es jetzt 5-mal bestimmt verwendet. Ich habe jetzt überlegt, vielleicht sollte ich einfach Folgendes machen. Ich habe ja so dünne 1-mal Küchenhandschuhe. Vielleicht mache ich das. Weil wegschmeißen, nee, das tut mir in der Seele weh, weil das ist ein tolles Produkt, was die Haare, braun gefärbte oder naturbraune Haare richtig schön Glanz gibt und richtig gesund aussehen lässt. Deshalb, also es verfärbt leider meine Hände und das dauert dann auch so einen Tag, bis das nachlässt. Das sieht dann aus, als hätte ich Karotten gewaschen, also hier so Karottenhände. Also es ist noch ordentlich was drin und ich werde es weiter benutzen und ich versuche es dann mal mit so Küchenhandschuhen. Ja, genau. Warum ist mir das nicht eben schon eingefallen? Ich wasche mir mal eben meine Flossen. So, ja, genau, das dazu. Ich weiß nicht, benutzt jemand von euch von Ghoul diese Farbglanz-Braun-Reihe? Ich weiß nicht, das Shampoo habe ich noch nie gehabt, aber die Spülung. Wie gesagt, verfärben sich eure Hände auch. Nehmt ihr Handschuhe, ich versuche es mal mit Handschuhen. So, dann, ich habe gebadet wie ein Weltmeister wegen der Rippenprellung und weil ich sowieso gerne bade und weil jetzt die Jahreszeit zum Baden einfach ideal ist. Von TT-Sept eine Portion Wärme mit Macadamia-Datteln. Ja, ich glaube, das gibt es noch nicht ganz so lange. Ich finde es klasse. Das ist auch so ein Wohlfühlduft. Ja, also Datteln rieche ich jetzt nicht so raus. Manchmal kaufe ich mir schon mal so getrocknete Datteln. Ich rieche mehr diese Nuss raus. Ist ein Badesalz, so ein feineres Badesalz, nicht so grob wie das von Kneipp. Löst sich schnell auf im Badewasser. Jetzt weiß ich nicht, die Farbe war, glaube ich, gelb. Ja, wenn man so viel badet wie ich im Moment, dann, ja, ich meine. Aber Farbe ist auch eigentlich egal. Aber der Duft war wirklich sehr intensiv, auch nach den 15 Minuten. Also meistens bade ich 15 bis 20 Minuten in diesen Zusätzen. Ja, würde ich mir nachkaufen. Mal schauen. Ah, dann habe ich noch was zum Essen, auch von DM aus dieser Bio-Reihe, und zwar Cashew Cranberry Mix. Ach, habe ich vergessen. Wollte ich mir nachkaufen, habe es jetzt vergessen. Sehr, sehr lecker. Ich liebe diese Nüsse, diese Cashews. Meine absoluten Lieblingsnüsse, 150 Gramm. Vom Preis her weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Ist vegan, steht hinten drauf. Ja, und diese Cranberries, die sind sehr süß, aber... Also nur Cranberries alleine mochte ich nicht. Aber in Kombination, also ich habe immer wirklich gemacht, 1 bis 2 Nüsse und dann so ein bisschen ein paar Cranberries. Das zusammen im Mund, genial. Ja, kann ich empfehlen. Sehr lecker. Dann, oh ja, das, ich mache jetzt noch andere Gesichtsreiniger leer und dann kaufe ich mir das nach. Von Lavera. Das ist das 3-in-1 Reinigung, Peeling und Maske bei unreiner Haut. Ja, hier steht noch neu drauf, aber ich hatte das jetzt ziemlich lange in Benutzung. Ich finde das klasse, weil erstmal diese Perlen, da waren so kleine Perlen, die spürte man auch, aber die waren angenehm. Die haben jetzt nicht gekratzt oder so, ne, damit ihr diesen Peeling-Effekt habt. Und die restliche Masse um den Perlen herum war weißlich.
war so ein bisschen dicker, hat sich gut verteilen lassen. Beim Abwaschen hat es ein bisschen länger gedauert, aber ich fand es klasse, weil man kann es wirklich ganz schnell zur Reinigung nehmen, dann kann man peelen und man kann es als Maske verwenden. Als Maske habe ich es jetzt nicht verwendet. Ja, hier steht drauf, 3 bis 5 Minuten einwirken lassen. Ja, der Duft haut mich immer wieder um. Lavera ist vom, weiß auch nicht. Oh, ich liebe diesen Duft. Es hat wirklich, also ich hatte ja, habe auch jetzt noch ein bisschen unreine Haut, so ein paar Mitesser und Pickel, so kleine. Und ich bin der Meinung, dass das schon ein Produkt ist von Lavera, ein veganes Produkt lese ich gerade, was wirklich zu einer besseren Haut geführt hat bei mir. Hier steht drauf, Peeling mit Biominze und Kieselerde. Reinigt die unreine Haut, Poren tief, reguliert die Talgproduktion und beugt Hautglanz vor. Natürliche Salicylsäure aus dem Weidenrindenextrakt lässt Pickel schnell abklingen. Hautunreinheiten werden wirkungsvoll bekämpft und ihrer Neuentstehung vorgebeugt. Kann ich bestätigen. Tolles Produkt. Kaufe ich mir mit Sicherheit irgendwann nach. Ups. Oh, hey. Jetzt fliegt mir hier. Sorry. Na ja, gut. Ist mir gerade aus der Tüte geflogen. Ein weiteres Tetisept-Bad. Eine Portion Liebe. Oh ja. Ich habe es geliebt. Champagnerbeere und Creme de Cassis. Ja, und wenn man genau mit dem Kolben so drüber schnüffelt, dann würde ich sagen, man riecht so ein bisschen halt den Champagner raus. Ja, also es war wie das andere auch ein super Wohlfühlbad. Ich habe es genossen. Ich würde mir auch das wieder nachkaufen. Leicht fruchtig durch diese Beere. Cassis, toll. Ich finde die klasse, die Bäder, und die pflegen meine Haut auch. Dann habe ich geleert von Bilou, Bibi Loves You, Creamy Mandarin. Das fand ich klasse. Ich hatte euch schon mal eins in meinem Vlog-Produkte-Video gezeigt, Tasty Donut. Das geht leider gar nicht bei mir. Alle anderen, die ich im Moment hier habe und benutze, finde ich klasse. Aber so auch das Creamy Mandarin. Dieser Schaum, man braucht wirklich nicht viel. Ne, man schüttelt das ja vor und das, da kommt so ein schöner... Man möchte reinbeißen, so ein Schaum, weißt du, so fast wie Sahne, sag ich mal. Ja, nicht ganz, aber cremiger Duschschaum. Ja, cremiger Duschschaum, genau. Pflegend, hat jetzt nicht so lange angehalten, der Duft auf der Haut. Vielleicht eine halbe Stunde habe ich ihn noch gerochen. Ich fand ihn sehr pflegend. Ich würde es mir nachkaufen, aber ich habe jetzt noch andere Sorten aus dieser Duschschaumreihe von Bilou. Aber ich mag diesen Mandarinenduft. Der ist zwar auch süßlich, aber nicht zu süß. Angenehm süß. Ja, und dann haben wir noch hier Splashy Melon. Das habe ich, da habe ich mich immer abgewechselt mit. Mal das, mal das. Ja, Splashy Melon gibt es, glaube ich, aktuell nicht. Das war, gibt es nicht mehr. Vielleicht kommt es ja wieder rein zum Sommer. Genau, und wie der Name schon sagt, ein schöner... frischer Melonenduft. Aber ich würde eher sagen, vielleicht, ach ja, ist schon länger her, wo ich mal eine Melone gegessen habe, aber ein bisschen geht es mehr in die Honigmelonenrichtung. Hier ist ja eigentlich die typische Wassermelone abgebildet. Ist ja auch egal. Melone ist jetzt Melone und der Schaum war genauso toll cremig wie der Creamy Mandarin Schaum und Splashy Melon hat mir auch sehr gefallen. Sehr natürlicher Melonenduft. Dann... beim Duschen verwendet, sehr gerne verwendet, Balea Verwöhndusche Perlenzauber. Das ist, glaube ich, noch eine ziemlich neue Reihe. Ich glaube, da gibt es noch eine andere Sorte, so eine grüne Tube. Die hat mir meine liebe Maus Nadine geschenkt. Ja, so sieht das aus. Ordentlich ausgequetscht. Mit verführerisch zartem Duft und Perlenextrakt. Das war so eine schöne, wie sagt man dazu, ein bisschen perlmuttfarbene Substanz. Huch. Ein ganz edler Duft, schon sehr parfümiert, vielleicht ein bisschen so Vanillenotenmäßig. Es war schön, es hat gepflegt, ich habe es genossen. Ich habe mir das auch dann, irgendwann hatte ich mal ein Bad, ich glaube, das kommt gleich noch, das hat nicht so geschäumt. Da wollte ich ein bisschen mehr haben und dann habe ich mir von dieser Duschcreme Perlenzauber habe ich mir das ein bisschen ins Badewasser gegeben. Das mache ich auch schon mal. Kann ich empfehlen. Würde ich mir nachkaufen, aber ich muss noch Duschen aufbrauchen. Dann, genau, das war so Anfang Oktober ist das leer gegangen. Balea Cremebad Melone Papaya.
ja, es war noch so mehr so sommermäßig, weiß nicht, die bringen ja auch immer wieder neue Editionen raus, auch von diesen Cremebädern. War traumhafter Schaum, ja, der Schaum war okay. Der Geruch war toll. Moment, muss mal eben vergleichen hier. Melone, Papaya, Splashy Melon, riecht fast identisch. Würde ich mir nachkaufen. Ich mag die Bäder von Balea. Die sind günstig. Wir haben hier 750 Milliliter. Ja, aber ich wechsle mich halt gerne ab. Ich könnte jetzt nicht nur Balea zum Baden kaufen. Ich brauche dann auch mal Palmolive oder Nivea. Aber hier, das kann ich euch empfehlen. Gibt es wahrscheinlich jetzt im Moment nicht. So, dann habe ich hier noch einen Tee von Yogi. Lebensfreude. Ja, den finde ich klasse. Den liebe ich über alles. Den gibt es, glaube ich, gibt es den bei Rossmann? Auf jeden Fall bei Edeka. Komme ich nicht so oft hin nach Edeka, aber wenn ich bei Edeka bin, nehme ich mir meistens Lebensfreude mit. Ayurvedischer Kräutertee mit Basilikum, Orange und Chili. Hört sich komisch an, aber ich liebe Basilikum und man schmeckt das auch raus. Chili gar nicht mal so. Aber dieser Tee schmeckt süß und etwas scharf im Abgang. Etwas. Warum rieche ich jetzt am Karton? Nadine, ich brauche einen Kaffee. Aber den hier finde ich toll. Und ich finde es klasse, bei den Yogi-Tees ist auf dem Fähnchen immer eine kleine Lebensweisheit oder ein Spruch drauf. Ja, das finde ich schön. So, dann haben wir hier von Evelyn 140 kleine Wattepads waren hier drin. Das war noch so eine Sonderedition. Schade, könnten sie beibehalten, oder? Das war halt, der Beutel ist hier mit so schönen Ornamenten in Schwarz durchzogen. Ja. Ich glaube, jetzt sind die wieder normal, oder? Ja, die nehme ich immer. Evelyn Wattepads, finde ich klasse. So, Reinigungstücher, vor 2-3 Tagen leer gemacht. Isana Young Himbeerduft, war limitiert. Habe ich geschenkt bekommen und ich fand die wirklich toll. Vom Duft her, also dieser leichte Himbeerduft hat mir sehr gefallen. Sie reinigen gut, ich kann nichts Negatives sagen. Ja, ohne Alkohol. Ja, ein sehr, sehr angenehmer Duft. Nicht zu streng nach Himbeere. Nee, ganz angenehm, leicht. 25 Tücher mit Bisabolol. Günstig und würde ich mir nachkaufen, wenn ich die sehen würde. Ich war letztens ja bei Rossmann, da gab es die aber nicht mehr. Schade. Ah, genau, jetzt kommen wir hier, wo ist denn jetzt hier Kneipp? Genau, das ist noch nicht so lange her. Wiesenkräuter habe ich euch gezeigt. Und dann gab es ja noch Orangenlindenblüte aus der Reihe. Das war auch phänomenal. Ah, ich weiß auch nicht, die Kneipp und Kneipp ist so, die bringen so die natürlichsten Düfte raus. Also ich weiß, das hört sich blöd an, die natürlichsten Düfte, aber Orangenlindenblüte schenkt Ausgeglichenheit. Schade. Hätte ich das gewusst, dass das mir so gefällt, dann hätte ich mir mehr davon mitgenommen. Ich hatte jeweils nur einen Beutel. Ja, würde ich mir nachkaufen. Gibt es aber im Moment nicht. So, dann habe ich hier noch gebadet in Palmolive Aroma Therapy mit Ilang Ilang. Das war, hatte ich mal geschenkt bekommen. Fand ich ganz süß. Hier so eine Duschprobe von Palmolive zum Baden. Eine Badeprobe. Ich glaube, das gibt es auch in groß. Ne? Das war auch schön. Sehr pflegend. Schöner Schaum. Hat mir gefallen. Nochmal was zum Baden. Ich sag's euch, ich habe gebadet wie ein Weltmeister, ja. Dresdner Essenz bei Kerzenschein. Aroma Schaumbad mit würzig-orientalischem Duft. Das habe ich abends benutzt. Wirkt entspannend, kann ich bestätigen. Danach konnte ich schlafen wie ein Baby. Ja. Das war, glaube ich, so mit pflegendem Schaum. Ich glaube, das waren keine Kristalle. Ich habe das ausgespült. Ich meine, das war flüssig. Also, das waren keine Kristalle. Aber ein sehr wohliger Duft. Und ich weiß nicht, ob ich es noch mal besitze in meiner Sammlung. Toll, einfach toll. Austrocknungsschutz, pH hautneutral. Ja. Und was steht hier drauf? Würzig orientalischer Duft nach Orangen, fruchtig frischer Orange und Bergamotte. Tolle Kombination, finde ich klasse. So, ein Gesichtswässerchen von BB Young Care. Kaufe ich mir nach, habe ich jetzt noch nicht. Ich habe noch andere Gesichtswasser, aber das ist so das mit das Beste, was bei mir auch bei unreiner Haut hilft. Es ist Alkohol enthalten. Man darf also nicht
ich bin ein bisschen empfindlich, was das angeht. Mit dem Wattepad, ne, ich trinke damit, man braucht auch nicht viel. Das war, hier unten ist noch eine Mini-Pfütze, so eine leicht hellblaue Flüssigkeit. Und ich mag den Duft, ich weiß auch nicht, auch wenn es nach Alkohol riecht. Ah, riecht irgendwie toll. Ja, Pickel hilft halt, Poren zu verfeinern, steht hier drauf, und Pickel vorzubeugen. Ich fand's toll. Man hat das richtig gespürt irgendwie, dass da was passiert. Und ja, Wattepad und dann übers Gesicht damit. Und nicht zu nah im Augenbereich, weil diese Dämpfe von diesem Alkohol, was da drin ist, das habe ich gespürt. Oder halt dieses Eukalyptus. Hier ist halt, was steht hier? Eukalyptus globulus. Und Menthol noch. Ja, das spürt man, diese Dämpfe. Aber ich finde es toll. Also, wenn ihr noch was sucht, ein Gesichtswasser gegen unreine Haut, versucht das mal. Ist auch nicht ganz so teuer. So, ganz so viel ist es nicht mehr. Warum habe ich hier ein Glas drin? Ach so, ein Glas, ja. Ein Kerzenglas. Super abgebrannt, seht ihr? Also so gut wie fast alles weg. Ach, das war toll. Das war Duftglas, ja. Ja, aus dem DM. Diese Duftgläser. Jetzt weiß ich nicht mehr. Ich glaube, das war Kokos. Ja, das habe ich mal geschenkt bekommen im Frühjahr, Sommer. Steht hier nicht mehr. Aber ich fand das toll. Hatte lange Freude daran. Und wie ihr sehen könnt, gleichmäßig runtergebrannt. Ja, und das Glas, wenn ich das schön sauber mache, also wegwerfen tue ich das nicht. Nö, da kann man vielleicht noch ein Blümchen reinpflanzen. Ich und Pflanzen. Ich erzähle wieder einen Mist. Nein, aber könnte ich mir vorstellen. So, das ist auch ein tolles Produkt gewesen. Liara. Habe ich auch geschenkt bekommen von meiner lieben Maus Nadine. Ich grüße dich mal ganz lieb. Kräuterkurbad mit Melisse Orange. Ich weiß jetzt nicht, wo sie es her hat. Weil ich diese Liara, keine Ahnung. Aber es war ein leicht fruchtiger, durch die Orange, aber auch schön kräuteriger Duft. So, bisschen medizinisch, aber ich habe mich wohl gefühlt. Ich habe das sehr häufig verwendet für meine, ja, zum Baden. Und ich hatte das Gefühl, dass mir das wirklich am meisten irgendwie mit gut getan hat bei meiner Rippenprellung. Ja, entspannend und beruhigend mit natürlichen Ölen. Ich fand's toll. Melisse Orange. Wenn ich wüsste, wo es das zu kaufen gibt, würde ich es mir nachkaufen. Olaf hat da auch einmal drin gebadet und ja, der hat gesagt, wäre alles okay gewesen. Ich hatte erst Sorge, dass es ihm zu naturmäßig gerochen hätte, aber nö, er fand's toll. Ja, sehr, sehr schönes Bad. So, was haben wir noch? Ja, eine Nagelfeile von Alessandro. Die hatte ich, glaube ich, auch mal irgendwie in so einem, ich weiß es nicht mehr, geschenkt bekommen. Das sieht man jetzt nicht, weil die so hell ist. Die habe ich schon gut benutzt. Die war okay, aber ich fand sie jetzt nicht so toll wie meine Ebelin Profi-Feile. Das ist halt auch so eine Sandblattfeile, ne? Und ich glaube, beide Seiten waren gleich. Also bei der Ebelin Profi-Feile, da ist eine rauere Seite und eine feinere. Und hier sind eigentlich beide Seiten gleich. Das war so eine Winteredition, denke ich mal, mit diesen Schneekristallen drauf. Aber die war nicht schlecht. Ja, und ich habe die immer wieder in diesen Schuber reingeschoben. Jo, steht hier sonst noch irgendwas drauf? Nö. Ha, Alessandro ist ja schon eine gute Marke, ne? Aber ich glaube auch nicht ganz so günstig. So, was haben wir noch? Ein Duft, einen kleinen Duft habe ich geleert. Schade. Der war toll. Der geht immer. Warte mal, kommt noch was raus? Also das war Like a Walk in the Summer Rain. Essensdüfte gibt es ja noch, aber ich weiß nicht, ob es diesen hier noch gibt. Das war halt so eine kleine Flasche. Die hatte ich das ein oder andere Mal auch in meiner Handtasche mit, gerade im Frühjahr, Sommer. Und ja, hält jetzt nicht so lang wie ein echtes Parfüm, ist ganz klar, ne? Aber weiß ich nicht, ich fand ihn toll und ich bin auch ein paar Mal drauf angesprochen worden, wenn ich den benutzt hatte. Beim Chor war es, glaube ich, ein, zwei Mal. Ja, was ich denn benutzt hätte, weil ich so gut röch. Ja, habe ich gesagt, Essens. Aber dieser lange Name, Like a Walk in the Summer Rain, der ist mir dann nie in den Kopf gekommen. Irgendwas mit Summer Rain, ja. Aber war toll, war toll. Dann eine kleine Probe von Estee Lauder, gestern Abend leer gemacht, habe ich mir meistens abends ins Gesicht gegeben. Und zwar die Revitalizing Supreme Global Anti-Aging Cream. Ja, so ein monsterlanger Name. Das kaufe ich mir jetzt nicht nach, aber es war mal schön, es auszuprobieren.
Anti-Aging, klar, ich bin ja keine 20 mehr, aber wie gesagt, es war sehr reichhaltig. Ich weiß jetzt nicht, ich stehe auch nicht drauf, ob Tagespflege oder Nachtpflege. Ich habe es jetzt abends verwendet. Und diese kleine Probe hier mit 5 Millilitern, da habe ich bestimmt 8 Mal benutzen können. Das ist ja wirklich winzig, schaut mal. Aber sie war schön, sie hat meine Haut nichts Schlechtes gemacht. Ich habe mich wohl gefühlt. Ja, aber Estee Lauder ist schon eine Hausnummer, ne? Nee, da gibt es günstigere Cremes, die das Gleiche, denke ich mal, ungefähr machen. Ja, dann habe ich als Letztes, dann ist meine Tüte leer, 2 Pröbchen quasi, sag ich mal, Haarshampoo. Und zwar einmal, das war in der Glossy Box drin. New Beauty Shampoo Juicy Results. Jetzt weiß ich nicht, ich wollte noch nachgeschaut haben, was das übersetzt heißt. Hier. Ihr wisst, mein Englisch ist nicht so gut. Das ist wohl so eine Probe. Ich weiß nicht, ob es das jetzt irgendwo zu kaufen gibt. Es war ein tolles Shampoo. Ja, hier steht drauf. Free sample, not for sale. Shake before use. So viel Englisch kann ich. Aber das finde ich halt, das ist so mein Kritikpunkt an diesem Shampoo. Ich kenne kein anderes Haarshampoo außer dieses hier, das man vorschütteln muss. Und ich habe 1-2 Mal das vergessen, ganz ehrlich. Ja, der Duft war klasse. Und es war ein Shampoo, das war nicht so flüssig, sondern wie so eine Milch. Da habe ich erst gedacht, ach, du ahnst es nicht. Das schäumt bestimmt nicht. Nein, aber da habe ich mich vertan. Es war wie so eine Milch und das hat gut geschäumt. Man braucht auch nicht viel. Das waren ja jetzt gerade mal 75 Milliliter. Und ja, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, weil hier steht auch kein Firmenname. Firmenname? Nee. Ich weiß nicht, ob das jetzt, vielleicht weiß das jemand von euch. Ich fand es toll, meine Haare haben geglänzt, aber die Spülung gab es leider nicht dazu. Hätte ich mir gewünscht, weil nach diesem Shampoo konnte ich jetzt auch nicht, brauchte ich eine Spülung oder so eine Leave-In-Pflege von Glisco, damit ich durch die Haare bürsten konnte. Aber an sich, der Duft war toll, die Konsistenz war schön, nur dass man das vorschütteln muss. Da denke ich nicht immer dran. Gerade morgens unter der Dusche. Ja, wer denkt da schon dran, sein Shampoo vor durchzuschütteln? Ich nicht. Ja, von Rituals, das Carpe Diem Organic Rice Milk and Cherry Blossom. Das hatte ich auch mal geschenkt bekommen. Von Rituals war es das erste Shampoo, glaube ich, für die Haare, was ich benutzt habe. Ich mag Rituals, vor allem die Duschschäume auch. Gibt es tolle Produkte. Aber das fand ich jetzt nicht so toll. Der Duft war phänomenal, hat sich auch lange in meinen Haaren gehalten. Also der Duft ist ja, so wie frisch gewaschene Wäsche. Ein bisschen Kirsche rieche ich auch, ja. Ganz, ganz toll. Hat mir auch lange gehalten, ich brauchte nicht viel. Aber meine Haare sahen nicht so schön danach aus, muss ich gestehen. Ja, hier steht drauf, Shampoo for Frizzy Hair. Frizzy Hair, ja. Pflegendes Shampoo für krauses Haar. Aber meine Haare haben nicht so schön geglänzt wie bei anderen Shampoos und so, ja. Also würde ich mir nicht nachkaufen. Der Duft ist toll, aber für meine Haare zu wenig Pflege. So, Tüte ist leer. Ich kann aufräumen, ihr Lieben. Ich könnte ja mal einräumen wieder. ja, also, wie gesagt, ich sammle gerne den Müll. Und für diese Tüte, also für das, was man aufbraucht, findet man immer irgendwo eine kleine Ecke im Vorrat oder im Keller, ne? Ja, genau. Und das werde ich nicht wegwerfen. Das werde ich mit Handschuhen jetzt probieren. Ja, weil an sich ein tolles Produkt, verfärbt nur meine Finger. Jo. So, dann würde ich sagen, ich räume hier auf und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Ich bedanke mich für eure Zeit und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Unterhaltung und ein bisschen Spaß mit meinem Video. Und dann freue ich mich natürlich auch wieder sehr, wenn ihr im nächsten Video einschalten würdet. Und bis dahin, ihr Lieben, bleibt mir gesund und bis ganz bald, eure Nadine.